Liebe Damen und Herren, hier im Museum, aber auch die daheim, ganz herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen, wo wir sehr locker als Verein hier als Holzbrückenjahr ausgerufen haben. Holzbrückenjahr drum, weil auf der einen Seite die Wettiger Holzbrücke wird nach zweijähriger Renovation dann den Spätsommer wieder geöffnet für den generellen, das heisst Fußgänger und Veloverkehr. Und die Holzbrücke von Bruck, die jetzt dort ist, nicht ihre Vorgängerin, sondern die jetzt dort steht, die praktisch baugleich ist wie die vorher, die hat jetzt 100-Jährige auf der Einladung und vielleicht auch in einem der Zeitungen haben sie gesehen, die haben dort auch eine Ausstellung gemacht, Kulturgi. Auch dort ist eine bekannte Person, die im Moment hier in der hinteren Reihe sitzt, nicht unwesentlich beteiligt war, gell, Barbara? Also, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem Vortrag vom Herrn Professor Holzer. Das ist immer gäbig, wenn die Leute publizieren, oder? Dann gibt's, und Bücher schreiben, dann gibt es so Text hinten dran und dann kann man denen ihren Lebenslauf anschauen. Und das Erstaunliche, als auch Bauingenieur hat er sich dann, ich bin dann relativ rasch ausgewichen, so auf ein bisschen weniger präzisere Sachen wie Wasserwirtschaft und Energie. Er ist doch noch eine Zeit lang dabei geblieben bei der Präzision von mathematischen Berechnungen von Bauwerken, das, was man sich so klassisch vorstellt, dass die Häuser nicht zusammengehen wie an diesen Orten. Da hat er sich ganz vertieft damit befasst, mit Ingenieurmathematik. Ist aber seit etwa 20 Jahren, hat er sich angefangen, ein bisschen für die wahrscheinlich ein bisschen weniger mathematische und weniger präzise, auf eine Art weniger präzise, er hat mich gerade vorhin korrigiert, ein bisschen weniger präzise Kunst von der Geschichte von Bauwerk anfangen zu vertiefen und ist jetzt seit einigen Jahren Professor an der ETH in Zürich auf dem Gebiet. Er wird dann selber vielleicht noch ganz kurz sagen, was er dort eigentlich, also mit seinem Institut, was dort passiert und was dort gemacht wird. Zum Thema Buch, wo ich vorhin gesagt habe, eben seine jüngste Publikation, ganz ein tolles Werk. Ich tue es nachher hier oben beim Empfang auflegen. Sie können dann geschwind ein bisschen hineinschauen. Ein unglaublicher, wenn man weiss, was das heisst, wenn Sie da hineinschauen, eine unglaublich interessante und tolle Arbeit zum Thema Gerüst- und Hilfskonstruktionen von der Antike bis eigentlich ins 20. Jahrhundert hinein. Ich denke, auch da gibt es dann Querverbindung zu dem Vortrag, den wir jetzt dann werden hören, weil man kann ja nicht einfach eine Brücke so herstellen. Auch die braucht ein Gerüst, wo man nachher wieder wegnimmt und nachher steht sie dann, wenn es gut geht, solid für die nächsten Hunderte von Jahren. Es sei denn, es kommt irgendeiner vorbei und will sie mit Strau füllen und anzünden, wie das vor ja gut 200 Jahren hier bei uns in der Gegend passiert ist. Gut, ganz herzlich willkommen, Herr Holzer. Ich übergebe Ihnen das Mikrofon und freue mich auf Ihren Vortrag. Merci, merci für die nette Einführung. Jetzt brauche ich noch das Ding, um die Folie weiterzuschalten. Genau. So, herzlichen Dank für die Einführung. Ja, dann erzähle ich vielleicht ganz kurz, was wir da so machen. Also ich bin als altgedienter Bauingenieur tatsächlich jetzt seit 5 Jahren im Departement Architektur von der ETH. Und da geht es vor allen Dingen um historische Konstruktionen, also den Studenten erst einmal beizubringen, dass nicht alles, was alt ist und vielleicht schon 100, 200, 300 Jahre gestanden hat, deswegen jetzt nicht mehr brauchbar ist, sondern dass man es weiterverwenden kann. Und essentiell ist natürlich das Verständnis
dann, wie ist es überhaupt konstruiert, aus welchen Überlegungen heraus sind die historischen Konstruktionen so, wie sie sind, nämlich genau das Thema des Aufstellens, das ist oft sehr wichtig, also das Gerüstbau und wie baue ich das überhaupt zusammen, das war oft sehr wichtig, man hat ja keinen großen Kran gehabt, also gerade in dem Buch, das der Herr Wiederkehr gerade gezeigt hat, ist hinten in einem Kapitel auch unter anderem die Geschichte der Krane erläutert und da kann man dann sehen, dass eigentlich erst zur Zeit des Ersten Weltkriegs der Kran, wie man heute kennt, auf jeder kleinen Baustelle Turmdrehkran entstanden ist und alles das, was da an diesen historischen Brücken entstanden ist, das alles ohne den Turmdrehkran entstanden, eben mit entsprechend einfacheren Mitteln. Und entsprechend aber sehr ausgeklügelte Konstruktionen sind eben entstanden. Und ein Teil von dem, was ich da an der ETH lehre, ist einfach den Studenten das beizubringen. Und gerade das zufällig das Thema, ich bin ja angefragt worden, ob ich da den Vortrag halten würde, habe dann spontan eigentlich sofort Ja gesagt, weil das nämlich sozusagen auch mein ältestes Thema jetzt an der ETH ist, dass wir diese Schweizer Holzbrücken anschauen. Ich habe überlegt, wo kann man denn eigentlich mit Studenten historische Konstruktionen anschauen? Und zwar so, dass sie erstens Tag und Nacht sozusagen zugänglich sind, man nicht erst irgendjemand ausfindig machen muss, der einem die Genehmigung erteilt, der den Schlüssel gibt und so weiter, wo man dann sehr viel sieht. Bei Holzkonstruktionen ist es allgemein der Fall, wenn man Holzkonstruktionen anschaut, dann sieht man Bearbeitungsspuren, da können wir jetzt heute gar nicht in dem Detail drauf eingehen. Und was man dann auch eben mit vernünftigem Aufwand mit Studenten in so einer kleineren Übung in einem Semester dann untersuchen kann. Und so bin ich auf die Brücken gekommen und mir hinterher sehr viele und mir betreuen die Studenten da tatsächlich in ganz kleinen Gruppen, immer 3 oder 4 Studenten an einer Brücke über die ganze Schweiz verteilt. Jeder Mitarbeiter hat so eine Gruppe, fährt dann auch dorthin mit den Studenten und die versuchen dann diese Brücke zu zeichnen, also zu messen, zu zeichnen und zu verstehen, wie sie funktioniert. Das Letzte ist oft das Schwierigste. Also messen kann jeder, zeichnen auch nicht jeder, aber verstehen, wie es wirklich funktioniert, ist dann oft das Schwierigste, also die größte Herausforderung. Und ich möchte jetzt versuchen, gerade auch diesen Punkt heute ein bisschen zu erläutern. Und ich gehe jetzt gleich mitten ins Thema, wir können ja nachher auch noch reden, was wir sonst noch alles machen, und möchte jetzt wirklich mit diesen Brücken beginnen. Und das einfachste System überhaupt, was es gibt, um solche Brücken zu bauen, ist die sogenannte Pfahljochbrücke. Das besteht also einfach aus diesen rahmenartigen Teilen. Also das hier unten jetzt hier immer abgeschnitten ist, müssen Sie entschuldigen. Da steht jetzt immer die Quelle. Also was wir hier haben, ist eine Handschrift, französische Handschrift, Miniatur aus dem 15. Jahrhundert. Und da ist der Alexander-Roman. Aber das sieht man jetzt hier illustriert, wie eine Brücke gebaut wird über den Fluss und es werden also so diese Rahmen hier gebaut, einer hinterm anderen, quer über den Fluss und dann werden einfach längs über diese Rahmen die Brückenhaupt, also die Brückenfahrbahn da drüber gelegt. Das ist das einfachste Prinzip. Und tatsächlich kann man sagen, die Mehrzahl aller Brücken, wahrscheinlich bis weit in die frühe Neuzeit, also bis ins 16. 17. Jahrhundert, waren solche Pfahljochbrücken. Wir werden gleich noch ein paar sehen. Pfahljochbrücke, allereinfachster Bauart. Also 3 Balken, 2 Pfähle, ein Joch drüber und dann darüber liegt die Fahrbahn, so wie das hier gerade im Bau dargestellt ist. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel dafür oder Vorbild dafür, auch in der Literatur, sozusagen der klassisch Gebildete, der kennt es, aus dem Cäsar, Commentarii de Bello Gallico. Da wird beschrieben, wie der Cäsar, um seinem Heer einen würdigen Übergang über den Rhein zu ermöglichen, eine solche Pfahljochbrücke in wenigen Tagen gebaut hat über den Rhein. Und diese Textstelle von Cäsar, die eigentlich sehr präzise ist und sehr ausführlich, wo er beschreibt, wie diese Brücke konstruiert war, die wurde dann im frühen 16. Jahrhundert von diversen Herausgebern der Werke von Cäsar, wurde dann auch kommentiert und wurde versucht, zeichnerisch zu rekonstruieren, wie einerseits diese Pfahljoche ausgesehen haben und wie dann andererseits auch die ganze Brücke ausgesehen hat. Was Sie jetzt hier links sehen, ist Giovanni Giocondo, 1513, die erste illustrierte Ausgabe von, eine der ersten illustrierten Ausgaben von diesem Cäsar und rechts ist die Illustration von Andrea Palladio zu demselben Thema aus seinem Buch Quadrolibri dell'Architettura. Also so sieht seine Pfahljochbrücke aus. Was wir hier jetzt schon sehen, sind mehrere Fahrbahnlängsträger. Hier diese Längsbalken, die dann eben über die Jochbalken drüber gelegt werden. Und die Spannweite einer solchen Brücke ist natürlich relativ begrenzt. Man braucht also ziemlich viele Pfahljoche. Und wenn ein Hochwasser kommt, dann ist die Gefahr groß, dass sich irgendwas an diesen Pfahljochen verfängt oder wenn ein Eisstoß kommt. Und dann ist diese Brücke unter Umständen auch schnell wieder weg, was bei Cäsar jetzt nicht das große Problem war, aber natürlich bei den dauerhaften Übergängen über die großen Flüsse war das oft ein großes Problem.
in der Schweiz, und der Vortrag konzentriert sich ja heute auf den Schweizer Brückenbau, Holzbrückenbau. In der Schweiz sind die ältesten Darstellungen, die wir haben von Brücken, tatsächlich auch Darstellungen von solchen Pfahljochbrücken. Das ist jetzt aus einer Chronika der Löblichen Eidgenossenschaft von 1500, ja, was ist jetzt, 7, glaube ich, ja, man kann es gerade noch erkennen, ja, 7. Da sehen wir Luzern. Und hier, das ist die Kappelbrücke, da rechts haben wir die Hofbrücke, die es heute nicht mehr gibt. Diese Bucht ist im 19. Jahrhundert zugeschüttet worden. Und da hinten sehen wir die Spreuerbrücke. Sehr schematisch die Darstellung in diesem Holzschnitt, aber im Prinzip alles mit Pfahljochen, und darüber liegt dann eben die Fahrbahn. Was schon ein Charakteristikum des späteren Schweizer speziell Brückenbaus dann auch ist, ist, dass diese Brücke damals schon mit diesem Dächle geschützt war, was natürlich die Dauerhaftigkeit der Brücke deutlich verlängert. Bei der bei der Kappelbrücke, die ja leider abgebrannt ist, aber da war sowieso nicht mehr viel Originalsubstanz aus dem Mittelalter dran, die ist schon sehr oft dann vorher auch schon ersetzt worden. Da war das, ist trotzdem das Grundprinzip genau dasselbe wie bei diesen ganz einfachen Pfahljochbrücken, die wir zuvor gesehen hatten. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ich die Spannweite vergrößern? Also die ganze Geschichte, die ich heute erzähle, ist eigentlich nur eine Geschichte der Vergrößerung der Spannweite. Möglichst wenig Pfahljoche, damit eben im Fall des Hochwassers kommt oder dieser Eisstoß kommt, damit dann eben die Brücke möglichst stehen bleibt, der Abflussquerschnitt möglichst wenig eingeschränkt ist, wenn ich steinerne Pfeiler habe, dass dann ich wenig Pfeiler brauche. Pfeiler im Fluss zu bauen, war immer schwierig. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Die erste Möglichkeit, auf die man kommt, ist zu sagen, diese Längsträger der Fahrbahn, die müssen dann verstärkt werden. Entweder nehme ich gewaltige Balken, 40 mal 40 Zentimeter, das gibt es manchmal im Emmental oder so, da gibt es solche Balken, auch heute noch, aber die kriegt man natürlich dann schwer in großer Länge. Oder man muss sich eben künstlich verstärkte Balken selber basteln. Das hat eine lange Tradition, auch schon beim Bau von Decken, von Holzdecken in Gebäuden, die Balken irgendwie zu verstärken. Das sieht jetzt komisch aus für einen modernen Betrachter, dass das eine Verstärkung sein soll, wenn man in so einen großen Balken oben nochmal so etwas Flachgesprengtes hineinsetzt. Aber da oben sieht man schon so etwas, so ein eingesetztes Stück, was mit so zahnartigen Stufen eingesetzt ist. Das sind die ersten Ideen, wie man einen Balken verstärken kann, aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von dem Sieneser Ingenieur Takola. Was eigentlich geläufiger ist, das zeige ich jetzt mal hier an diesen Bildern, nachher dann nochmal einen besseren. Das ist jetzt aus einem Handschrift von Buonaccorso Ghiberti, Ende 15. Jahrhundert. Das ist der Enkel von dem berühmten Bildhauer Ghiberti, der die Florenzer Paradiestür am Baptisterium geschaffen hat. Da gibt es also eine technische Handschrift mit allen möglichen technischen Tricks und also Gerätschaften aller Art. Und da sieht man jetzt also schon, dass aus mehreren Stücken so ein größerer Balken zusammengesetzt wird, also auf allen diesen Bildern eigentlich. Und tatsächlich ist das nicht nur eine Spinnerei, die das gezeichnet hat, sondern im 15. Jahrhundert sind in Italien auf jeden Fall und auch in Südfrankreich schon solche Balken gebastelt worden, also aus Einzelteilen zusammengesetzt. Die müssen dann so zusammengesetzt sein, dass insbesondere diese beiden Teile sich nicht gegeneinander verschieben können. Also wenn der Balken sich biegt, dann würden die Balken, die da aufeinander gelegt sind, einfach aufeinander rutschen. Und dann hätte man nicht die volle Stärke, die so ein Balken erreichen kann, wenn man ihn eben schubfest, also sprich mit dieser Verzahnung, dann aufeinandersetzt. Und das sind jetzt aus dem Sebastiano Serlio, einem berühmten Architekturlehrbuch des 16. Jahrhunderts, auch nochmal Darstellungen, wie man so fast aus mehreren Teilen zusammengesetzte Balken in der Mitte, wo die Beanspruchung am höchsten ist, dann noch zusätzlich durch so eine Lasche verstärkt, wie man das konstruieren kann. Und das System, was sich dann letztendlich durchgesetzt hat, hier, das sehen wir nochmal dasselbe, eigentlich in einem Buch über Brückenbau aus dem 18. Jahrhundert von Jakob Leupold, 1727, der hat es eigentlich nochmal zusammengetragen, also wir sehen genau die gleichen Zeichnungen wie zuvor nochmal. Es war also auch im deutschen Sprachraum weithin bekannt. Was sich aber letztendlich dann durchsetzt, ist dieses System hier, eigentlich dieser sogenannte verzahnte Balken, der aus drei Stück besteht. Also ein großer Balken, der geht unten durch, wird dann eingesägt, wie man das hier so sieht, in dieser Zahnform. Und dann werden oben zwei kürzere eingesetzt. Und bevor die eingesetzt werden, wird der untere so ein bisschen nach oben gebogen, also so mit einer leichten Überhöhung. Dann werden diese zwei oberen Teile eingesetzt, dann lässt man es los und dann ist das alles schon von vornherein unter Druck, alles kraftschlüssig. Und man hat dann quasi
einen doppelt so hohen Balken, der dann theoretisch viermal so viel trägt. Und nicht nur doppelt so viel, sondern viermal so viel, wenn er eben wirklich hier entsprechend verzahnt ist. Das Modell setzt sich dann durch. Das gibt es dann auch im Holzbau, bei Geschossdecken oder auch bei Dachwerken gelegentlich mal. Und ein Beispiel aus dem 15. Jahrhundert ist das hier. Da können Sie es leider nicht lesen, wo das ist. Das ist nämlich in der Schweiz, in Müstair. Ist 15. Jahrhundert im Plantaturm der Abtei. Das ist dieser große Wohnturm der Äbtissin. Der ist mal zerstört worden in den Kriegen mit den Habsburgern. Und dann wurde diese Decke dort neu eingezogen. Und dort sehen wir jetzt genau die Mitte von so einem verzahnten Balken, wo diese zwei eingesetzten Stücke ist. Genau das hier, was wir hier sehen. Wir sehen jetzt gerade den Mittelbereich. Da war das also auch schon bekannt. Also im Grunde diese Tricks, diese vielleicht heute etwas gekünstelt wirkenden Tricks des Holzbaus, große Träger zu schaffen, waren schon bekannt in der Schweiz schon im 15. Jahrhundert. Und das kommt natürlich später dann auch diesen Brückenbauern zugute. Das andere ist übrigens hier eine Abbildung aus einem Brückenbaubuch von Reuss, 1760er Jahre. Und das gehört immer zu dem Standardrepertoire dieser Brückenbaulehrbücher, dass man diese verzahnten Balken da behandelt. So, damit ist jetzt also schon mal, können wir vielleicht etwas größere Spannweiten. Was kann man mit so einem normalen Balken, so einem Holzbalken aus einem Baum, was kann man da überspannen? Ja, schätzen Sie mal, das ist vielleicht so 8 Meter, 10 Meter, dann wird es schon ein bisschen bedenklich, wenn dann ein Fuhrwerk da drüber fährt. Und mit so einem verzahnten Balken kann man halt vielleicht dann 14 Meter oder sowas erreichen, wenn es hochkommt. So arg viel weiter sind wir jetzt damit noch nicht, sondern jetzt die nächste Idee ist natürlich diesen Balken, der da von einer Stütze zur nächsten liegt, dass wir den von unten jetzt stützen, das sogenannte Sprengwerk. Das sehen wir hier in einer Darstellung aus einem Holzbaulehrbuch, aus dem ersten deutschsprachigen Holzbaulehrbuch von Johann Wilhelm, einem Vorarlberger Zimmermann, der dann in Frankfurt am Main tätig war, dort dieses Lehrbuch geschrieben hat, 1649 zum ersten Mal, das ist aus einer späteren Auflage hier. Und da sehen wir jetzt wieder so eine Brücke, ob das jetzt ein Pfahljoch ist oder ein Steinpfeiler, sei erstmal nicht so wichtig, aber da liegt jetzt dieser Balken drüber und der wird jetzt halt von unten durch diese Streben gestützt. Das ist natürlich ein gängiges System, das hat nicht der Johann Wilhelm erfunden. Und wie es dann im Einzelnen eigentlich ausgeführt ist, das sehen wir hier oben, dass der Balken, der heißt dann später bei unseren Brücken Streckbalken, also dieser Balken, der von einem Ufer oder von einer Stütze zur nächsten durchläuft, das ist der Streckbalken. Und dann wird dieser Streckbalken durch zwei solche Sprengwerksstreben schräg von unten gestützt. Und damit die nicht einfach nach innen abrutscht, sind zwischen diese beiden Sprengwerksstreben ist noch so ein Holz eingespannt, das dann auf Druck beansprucht wird. Und das ist der sogenannte Spannriegel. Also das Wort erinnert immer mehr an Zug, aber das ist natürlich ein auf Druck beanspruchtes Holz, das da oben eingeklemmt ist. Und dann haben wir hier dieses Sprengwerk, also diese trapezförmige Stützkonstruktion, die jetzt uns ermöglicht, doch deutlich größere Spannweiten zu bewältigen. Und das ist natürlich, haben wir in der Schweiz auch frühe Beispiele dafür. Was wir hier sehen, ist ein Ausschnitt aus dem Merian-Stich von Basel, vom Münster von Basel links. Aber das ist im Hintergrund, sehen wir den Rhein mit der Rheinbrücke Basel. Und da sehen wir schon Pfahljoche, Sprengwerksstreben, also da sind Sprengwerke drunter. Hier gibt es dann ein paar gemauerte Pfeiler. Also im Grunde genau das einfachste System, jetzt auch ohne Dach im Gegensatz zu Luzern. Hier nochmal eine etwas technisch vielleicht versiertere Zeichnung aus einem Brückenbaubuch von Schramm, 1735, ein sehr schönes Buch. Das wurde also zur Feier der Eröffnung der großen Brücke in Dresden gedruckt und da hat er dann alle möglichen anderen Brücken in Europa, in der ganzen Welt auch gezeichnet, unter anderem auch die Basler Brücke, da links ist Klein-Basel, rechts ist Basel. Und dann sehen wir also hier wieder diese Pfahljoche mit diesen Sprengwerksstreben und dann hier diese Mauerwerkspfeiler mit den ebenfalls Sprengwerksstreben. Oder hier kann man es auch sehr schön sehen. Nochmal eine aus der hedwigischen Chronik, 18. Jahrhundert, das war also die Brücke von Basel. Aber es ist nur ein Beispiel. Wenn man diese Merian durchgeht, zum Beispiel diese Merian-Ansichten aus dem 17. Jahrhundert, dann sind quasi alle Brücken in der ganzen Schweiz sind alles diese Pfahljochbrücken, meistens mit diesen zusätzlichen Sprengwerksstreben, manchmal mit Steinpfeilern oder einige Steinpfeiler. Und die einzige steinerne Brücke, die da abgebildet ist, Bogenbrücke, das ist die in Bruck. Das ist die einzige. Und also Nomen est Omen, Bruck hatte wirklich ganz früh im Mittelalter schon eine Steinbogenbrücke. Es gibt noch ein paar andere Städte, aber das war was Besonderes.
Bischofszell gibt es natürlich auch noch die mittelalterliche Brücke, Steinbogenbrücke, aber das war eigentlich die Standardlösung, vor allen Dingen für die größeren Flüsse. Natürlich sehr gefährdet im Fall von einem Hochwasser. Hier ein Bild von einer Brücke dieser Art, die in Avignon über die Rhone führte. Da gibt es ja diesen berühmten Pont Saint-Benesse, diese ruinierte Brücke. Und man musste trotzdem irgendwie dort über die Rhone kommen. Das ist eine Brücke aus dem frühen 19. Jahrhundert, 1804 oder so etwas erbaut. Die stand bis ins 20. Jahrhundert, deswegen gibt es ja diese Fotos. Also genau so müssen wir uns eigentlich die Basler Rheinbrücke vorstellen. Die wurde dann im Laufe des 19. Jahrhunderts noch auch ein bisschen umgebaut. Da gab es dann da oben gusseiserne Träger dazwischen. Aber im Prinzip über Jahrhunderte hat zum Beispiel die Basler Rheinbrücke so ausgesehen. So, aber das führt alles nicht so recht weiter. Man kann jetzt von unten stützen, da hat man aber natürlich das Problem, gehen wir gerade nochmal zurück, wenn Hochwasser kommt, dann sind diese ganzen Hölzer hier, gerade diese Sprengwerksstreben, die stehen dann im Wasser und die sind dann vielleicht auch gefährdet oder dort staut sich erst recht dann das Treibgut und dann ist die Brücke erst recht zerstört. Also das ist alles nicht so ganz das Wahre. Und jetzt kommt man eben auf den Gedanken, wenn ich diese Brücke mit dem Häusle drüber habe, dann ist sie ja sowieso viel besser geschützt und dann könnte ich ja die Wände, die Seitenwände von diesem Häuschen dann verwenden, um das Tragwerk auch unterzubringen. Das ist Diesenhofen, die Brücke von Diesenhofen über den Rhein, die übrigens auch Pfahljoche hat, wie wir hier sehen, und die hat jetzt eben diese Seitenwände, das sind übrigens die einzigen noch einigermaßen original erhaltenen Pfahljoche an allen Schweizer Brücken, also fast überall sind diese Pfahljoche heute ersetzt durch Betonpfeiler, die nur mit Holz verkleidet sind, sodass sie wie Holz aussehen, genau. Aber hier in Diesenhofen hat es noch die originale, mehr oder weniger originale Pfahljochstützung aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt haben wir also diese Seitenwand und dann kann ich jetzt eigentlich in dieser ganzen Seitenwand rechts und links der Fahrbahn das Tragwerk unterbringen, aber dann habe ich natürlich das Problem, dass die Fahrbahn irgendwie da seitlich aufgehängt werden muss. Also es wird dann wesentlich anspruchsvoller. So, und da gibt es jetzt verschiedene Systeme und ich werde jetzt immer wieder mal den Bogen schlagen vom Brückenbau zum Hochbau oder zurück, wie wir das vorhin schon mit diesem verzahnten Balken getan haben. Hier in dem Fall schauen wir jetzt erstmal eine Kirche an, und zwar diese hier, das ist der Dom von Viterbo, San Lorenzo in Viterbo. Italienisches Dach. In Italien ist es wahrscheinlich so, dass die Konstruktion der Dächer wirklich eine kontinuierliche Tradition seit der Römerzeit hatte. Und da sehen wir eigentlich immer dieses Prinzip. Hier steht auch die Jahreszahl, 1460 ist das. Und da haben wir immer dasselbe Prinzip, nämlich wir haben diesen großen Dachbalken oder Zerrbalken, der hier unten durchläuft und ist auch sehr lang. Das sind hier auch über 12 Meter Spannweite. Und dann ist der in der Mitte, hier sehen wir diesen Eisenbügel, aufgehängt an diesem vertikalen Holzstück, das Hängesäule heißt. Und die wird ihrerseits getragen durch diese beiden schrägen Streben. Und somit haben wir ein sehr erfolgreiches System. Und das dominiert eigentlich in Italien, kann man sagen, wahrscheinlich seit der Spätantike mindestens bis zur Gegenwart dominiert es die Dachkonstruktionen. Hier nochmal ein Beispiel, das ist jetzt aus Rom selbst, die Kirche Santa Balbina. Das ist eigentlich eine frühchristliche Kirche, die aber 1493, da steht es irgendwo, 1493 dieses neue Dach bekommen hat. Dasselbe, da sind jetzt zwar diese Dachbalken doppelt genommen, aber Sie sehen auch in der Mitte hängen die jetzt dann an so einem Art Aufhänger, sind die nach oben gehängt. So, das ist in Italien ganz verbreitet gewesen, wie gesagt, wahrscheinlich schon eine altrömische Konstruktionsart. Und im 15. Jahrhundert findet sich diese Idee jetzt tatsächlich wieder in einem deutschen Traktat, sogar in einer Handschrift, Bilderhandschrift aus der Universitätsbibliothek in Erlangen ist es jetzt, als Idee, wie man auch eine Brücke bauen könnte. Was wir jetzt hier sehen, ist von einem sogenannten Büchsenmeister geschrieben. Das ist also ein Experte für Kanonen und für Schießpulver und für Kriegsgeräte aller Art. Und da kommt eben unter anderem auch vor temporäre Kriegsbrücken, die man ganz schnell bauen kann. Deswegen sieht es alles so provisorisch aus hier. Aber die Grundidee ist wieder dieselbe wie bei diesem italienischen Dach. Wir haben hier in der Mitte den Balken aufgehängt nach oben mit diesen zwei, also rechts und links von der Fahrbahn, diesen zwei Hängesäulen. Und das Ganze wird dann getragen durch diese zwei schrägen Streben. Das ist also das Grundprinzip dieses Hängewerks. Das ist um 1500. Und die Vermutung ist recht gut begründet, dass man im 15. Jahrhundert in Deutschland auch Brücken oder im deutschen Sprachraum auch Brücken schon nach diesem System, dauerhafte Brücken nach diesem System gebaut hat. Es gibt nur keine mehr, die noch steht. Das ist also das Prinzip dieses Hängewerks. Da haben wir wieder jetzt unten diesen Streckbalken, der jetzt eben rechts oder links der Fahrbahn verläuft.
wird dann mit dieser Hängesäule aufgehängt, unten irgendwas, das ist das Schwierigste für den Zimmermann, eine Zugkraft, also eine Aufhängekraft, so ein Haken, ins Holz einzuleiten. Das kann man mit Eisen machen, mit einem Eisenbügel oder auch anders, wir werden es gleich noch sehen. Und das Ganze hängt an diesen beiden Hängewerksstreben. So, und jetzt sind wir in der Schweiz in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich die einzigen, meines Erachtens europaweit, die einzigen Holzbrücken haben, die noch nennenswerte Substanz aus dem 16. Jahrhundert besitzen. Das sind diese vier gleichen und noch eine, ein bisschen andere. Die vier gleichen sind alle an der Aare, in Gümmenen, in Aarberg, in Wangen an der Aare und in Bern, beziehungsweise zwischen Bern und Bremgarten. Und Sie sehen jetzt hier überall dasselbe Prinzip. Wir haben also dieses Dach, wir haben diese hausartige Überdachung, wir haben in der Seitenwand dieses einfache Hängewerk, wie wir es gerade gesehen haben, in dem Dach. Und das ist also hier die Grundkonstruktion dieser Brücke. Alle drei sind also so Mitte bis zweite Hälfte, alle vier sind Mitte bis zweite Hälfte 16. Jahrhundert. Hier nochmal ein Detailblick auf diese Brücke. Jetzt weiß ich gar nicht, was es ist, weil die nämlich so ähnlich sind. Wangen an der Aare wahrscheinlich, genau. So, oder hier, das ist Bern-Bremgarten, die Neubrück. Da sehen wir das System also wunderbar in Reinkultur. Wie jetzt unten eigentlich die Aufhängung ist, das wird jetzt hier noch nicht so ganz deutlich, das werden wir uns gleich noch anschauen. Hier jetzt die Pläne. Es ist also so, wir machen jetzt seit 5 Jahren jedes Semester, also 10-mal haben wir das jetzt gemacht, mit unseren Studenten diese Aufmaßübungen. Am Anfang kannten wir selbst die Brücken auch nicht, inzwischen kennen wir die auswendig, wir wissen jedes Detail, wie das aussieht. Und die Zeichnungen, die ich Ihnen heute zeige, das sind nachbearbeitete Studentenzeichnungen. Das sind von unseren Studenten im Rahmen der Übungen aufgenommen. Allerdings, jede Gruppe jedes Jahr macht irgendwelche kleinen Fehler und wir sind gerade dabei, das zu bereinigen, sodass wir dann nachher wirklich korrekte Aufmaße haben, was gar nicht so einfach ist. Jetzt sehen wir hier, das sind zwei Teile, diese Neubrück bei Bern. Ein Teil, der obere ist tatsächlich 16. Jahrhundert, das andere ist nochmal rekonstruiert worden, genau in derselben Form im 18. Jahrhundert. Das ist also das Grundprinzip. Jetzt haben wir da seitlich noch so eine zusätzliche Hängesäule, die war ja in meiner Prinzipzeichnung nicht da, aber die ist weniger wichtig. Das zentrale Element ist wirklich hier diese mittige Hängesäule. So, und in der Querrichtung sieht es dann so aus. Jetzt haben wir natürlich da eine Wand und da drüben auch eine und die darf nicht einfach umfallen, wenn der Wind von seitlich kommt. Das heißt, es muss irgendwie auch quer ausgestellt sein und wir müssen diese Fahrbahn irgendwie aufhängen an diesen seitlichen Wänden. Das heißt, das Essentielle ist jetzt dieser Brückenquerträger, das da, und der muss jetzt irgendwie kraftschlüssig an diesen Hängesäulen hier, die hier doppelt ausgebildet sind, aufgehängt werden. Und das funktioniert hier so, dass wir hier diese schönen gekrümmten Fußhölzer haben. Dann geht hier die eine Hängesäule da durch den Balken. Da unten ist damit so ein Zapfenschloss befestigt. Und hier gibt es nochmal andersrum das Ganze befestigt. Die sehen jetzt alle auch in diesem Detail gleich aus, diese Brücken. Und ich zeige Ihnen jetzt gerade mal von der Brücke in Aarberg. Da kommt man am besten von unten hin, sieht man es am schönsten. Da sehen wir also, dass hier hängt diesen, das ist der Brückenquerträger, der ist hier mit diesem krummen Fußband da nach oben aufgehängt, das ist das untere Ende von der Hängesäule und so ist also der Querträger da aufgehängt und die ganze Brückenfahrbahn hängt dann an diesen beiden Wänden. Das ist wirklich die Idee, die Wand trägt die ganze Brücke. Also alles, was hier steht, muss irgendwie da unten durch und muss dann da hochgehängt werden. Und die anderen Hölzer, die ich hier noch sehe, die dienen eben dazu, dieses Haus seitlich auszusteifen. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir eine Brücke anschauen, dann schauen wir nicht nur den Längsschnitt an, sondern immer auch den Querschnitt und auch die Untersicht der Brücke, weil da eben diese seitlichen Aussteifungen, dieser sogenannte Windverband dann drin ist. So, hier haben wir das von unten, das hat man schon gesehen. Und hier nochmal im Detail, da sieht man also, da hat sich jetzt der Zimmermeister, der das konstruiert hat, für jeden, das sind alles zugbeanspruchte Anschlüsse, wo also eine Kraft irgendwie, weil dieser Balken ja nach unten fallen will, den ich dann hochhängen muss. Und da hat sich der Zimmermann für jeden Anschluss was anderes ausgedacht. Später, irgendwann ist es dann noch durch Eisen ersetzt worden. Da waren ursprünglich nur Holzkeile drin, das sind jetzt Eisenklötze. Aber eigentlich sieht man sehr schön, wie es gemacht ist. So, und die Spreuerbrücke in Luzern, die hat es auch noch. Gibt es auch noch ein Joch aus dem 16. Jahrhundert, das so aussieht, ist eigentlich das gleiche Prinzip. Nur die Aufhängung ist dort anders gelöst. Das sieht man also, wenn man da entlangläuft, sieht man diese merkwürdigen großen Holzklötze da
Und wenn man sich das dann noch näher anschaut, dann sieht man, dass das so eine Lasche ist, die auch so mit so einer Verzahnung da eingesetzt ist. Und das ist tatsächlich, die geht dann nach unten durch, also beidseitig. Und da geht dann durch ein Loch durchgesteckt, das durchgezapft der Brückenquerträger. Das ist eigentlich die urtümlichste Konstruktion, die man sich vorstellen kann, von so einer Hängewerksbrücke. So, jetzt kann man das Hängewerk noch größer machen, wenn man größere Spannweiten wünscht. Das ist jetzt wieder ein Dach aus einer Kirche in Latium, in Canino. Aber da gibt es sehr viele davon in Italien. Nämlich, man hat nicht nur eine solche Hängesäule, sondern zwei. Wir sehen jetzt hier zweimal mit so einem Eisenband. Oder zum Beispiel, das ist die Frari-Kirche in Venedig. Da gibt es das auch als Dachkonstruktion. 15. Jahrhundert, war beides 15. Und das Prinzip, wenn wir jetzt das nicht mehr fürs Dach brauchen, sondern für die Brücke, dann bleibt das übrig. Wir haben diesen Streckbalken, jetzt haben wir eben zwei Hängesäulen, die dann in dem Drittelspunkt diesen Streckbalken aufhängen können. Und dann müssen wir die beiden Hängesäulen natürlich nach oben aufhängen. Das geht wieder mit diesen Hängewerksstreben. Und dazwischen braucht man dann, wie bei dem Sprengwerk vorher, diesen Spannriegel, damit das Ganze nicht nach innen klappt. So, das sehen Sie eigentlich auch auf diesem Modell, das hier steht, schon so ähnlich, auf das ich dann gleich nachher nochmal zurückkomme. Und auch das kann man an der Spreuerbrücke noch bewundern, an einem Beispiel aus dem 16. Jahrhundert. Das ist dann schon ein bisschen Hightech, dieses doppelte Hängewerk. Da können wir das im ersten Joch direkt können wir es dann bewundern, auch mit dem doppelten Hängewerk an der Spreuerbrücke. Das ist auch das weitest gespannte Joch. Oder wenn Sie jetzt gleich in der Nähe nach Turgi kommen, das ist ein Erfolgsmodell, das hält sich dann wirklich über Jahrhunderte, dieses sogenannte doppelte Hängewerk, nicht nur im Brückenbau, auch im Dachwerk, überall gibt es das. Und die Brücke von Turgi ist eigentlich genau das System. Das Einzige, was Sie jetzt, also zwischen Turgi und Siggenthal, das Einzige, was Sie jetzt unterscheidet von einem älteren Brückenmodell sind die Anschlüsse, die halt hier mit so Blechen und Schrauben und sowas gemacht sind, während ja die klassische Zimmermannsarbeit nur Holz-zu-Holz-Verbindungen und nur Holznägel aufweist. Aber im Prinzip ist das also ein dieser 21 fertig geworden. Ich kann es jetzt leider nicht mehr. Ja, 21, genau, 100-jährig, genau. Das ist also quasi genau dasselbe System. Das ist ein Erfolgsmodell. Spricht ja auch nichts dagegen, eine Brücke so zu bauen, wenn ich mir die Zwischenstützen leisten kann. So, und jetzt will man aber natürlich möglichst große Spannweiten erreichen. Und da haben wir jetzt das nächste Problem. Auch mit diesem doppelten Hängewerk ist das begrenzt. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt in eine Barockkirche gehen, schöne Stuckdecke und so, dann ist da auch meistens ein Hängewerk drüber, ein doppeltes in der Regel, also genau das, was wir jetzt gerade bei den Brücken gesehen haben. Aber die Spannweite von so einer Kirche, das ist vielleicht bei einer barocken Kirche 10 Meter bis, die allergrößten haben 20 Meter aber da, oder 22, da ist dann auch was Besonderes drin. Aber so eine Brücke, die erreicht ja schnell mal 20, 22, 25 und noch mehr Meter. Jetzt muss man sich überlegen, wie kann ich das dann immer noch hinkriegen. Da habe ich jetzt dieses Modell dabei, das hat ein Student von uns gebaut, das ist nicht von mir, ist auch nicht unbedingt jetzt 100% schön, ich zeige das jetzt gerade mal. Und da haben wir jetzt einfach alle Hölzer von diesem doppelten Hängewerk verdoppelt. Also wir haben zweimal die Spannriegel hier oben, die horizontalen Balken, und wir haben zweimal die Hängewerksstrebe, aber im Prinzip genau dasselbe System. Und hier in der Mitte sehen Sie, also die ganze Konstruktion ist nur in den Wänden untergebracht. Und dann sind hier diese Brückenquerträger aufgehängt und auf denen liegt dann die Brückenfahrbahn. Und die ganze Anpassung also auf größere Spannweite ist einfach Verdoppelung des ganzen Tragwerks durch jedes Holz ist halt zweimal vorhanden. So, das wäre jetzt der nächste Schritt und das ist tatsächlich eine Brücke, die über einen sagen wir Wildbach führt. Das ist in Appenzell Ausserrhoden bei Rehetobel unterhalb, da gibt es diese Ach, kleiner Bach. Und also wenn Sie mit dem Postauto hinfahren, ist die Haltestelle heißt sinnigerweise zwei Brücken oder zwei Brücken. Und ein bisschen oberhalb an der Ach, da gibt es diese Brücke, die überspannt jetzt tatsächlich stützenfrei diese Schlucht der Ach. Und das ist aber nicht die älteste von dem Typ und gar nicht, sondern es ist nur jetzt halt eine charakteristische. Und das findet man auch schon in Traktaten dieser Zeit. Das ist jetzt hier wieder aus diesem Buch von Schramm, 1735. Da liegen die Balken jetzt direkt aufeinander und hier sehen Sie, haben sie so einen Abstand zueinander. Oder hier aus dem Buch von Johann Wilhelm, 1668. Da ist das Prinzip dargestellt. Also sehen wir jetzt nur eine Seitenwand von der Brücke, eigentlich genauso, wie sie hier in dem Modell zu sehen ist.
Das Einzige, was jetzt anders ist als an dem Modell, ist jetzt wieder die Aufhängung dieses Streckbalkens da unten. Der ist jetzt nämlich genauso aufgehängt, wie das in Luzern tatsächlich gemacht ist, mit diesen zwei hölzernen Laschen. Und entsprechend sehen wir das jetzt auch ausgeführt an Schweizer Holzbrücken. Das ist eine der ältesten, wo man das noch sehen kann, vom frühen 18. Jahrhundert. Rotbachbrücke in Rothenburg, Kanton Luzern. Die hat viele Joche, die hat sehr hohe Pfeiler, Steinpfeiler, aber in jedem einzelnen Joch haben wir das auch sehr breite Brücke, das ist viel breiter als der Durchschnitt. Und da haben wir in jedem Joch eben dieses komplett verdoppelte Hängewerk. Also doppeltes Hängewerk heißt, wenn es zwei Hängesäulen hat, aber hier sind alle anderen Hölzer jetzt auch noch verdoppelt. So, also da bewegen wir uns jetzt eigentlich immer noch so im Kreis dessen, was da gängig war um diese Zeit an Konstruktionen. Was wir jetzt hier sehen, wenn man ein bisschen näher hinschaut, ist, dass hier auch diese Brückenquerträger mit so einem Eisen hängen. Also hier sehen wir es, das geht dann so als Schlaufe unten um diesen Brückenquerträger herum. Also um diese Träger da unten, die Fahrbahn tragen. Also diese hier. Da gehen dann diese Schlaufen herum und halten diese Träger. Also alles, was diese Brücke trägt, das gesamte Gewicht, muss dann durch diese Eisenschlaufe durch. Das haben nicht alle Zimmerer so gut gefunden. Manche haben dem Eisen nicht ganz so getraut, was auch durchaus berechtigt war, weil das historische Eisen ist ja alles handgeschmiedet und das hatte oft Verunreinigungen drin und dann gibt es manchmal so Schwachstellen, wo das dann bricht. Aber hier ist es so ausgeführt und es entspricht auch den Darstellungen in vielen historischen Traktaten. Anders ist es zum Beispiel bei dieser Brücke, das ist die kleine Brücke in Zweibruggen, Kanton St. Gallen, also an der Sitter bei Haggen da unterhalb. Und da gibt es gleich zwei Brücken aus dem 18. Jahrhundert, das ist auch sensationell. Haben wir genau dasselbe System, das könnte jetzt fast die da sein, wenn man jetzt so genau hinschaut. Aber da ist jetzt tatsächlich dieser Brückenquerträger mit diesen doppelten Zapfen dann durch diese Aufhängungssäule, durch diese Hängesäule durchgesteckt. Das ist ja nur Fußgängerverkehr hier, der Wanderweg geht da drüber. Aber der moderne Bauingenieur, der traut natürlich diesen historischen Konstruktionen nicht. Das ist zu meinem großen Bedauern, wurde hier jetzt vor kürzlich, gar nicht so lange her, wurde das alles massiv durch zusätzliche Eisenlaschen verstärkt. Immerhin ist es noch da, aber verstärkt. Aber wenn die Brücke 200 Jahre gestanden hat mit dieser Verbindung hier und noch kein Fußgänger da heruntergefallen ist, dann ist es nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass das nicht diese Last tragen kann. Aber natürlich ist klar, dass der neuralgische Punkt der Konstruktion ist das da. Wenn hier diese Zapfen abbrechen, dann fällt der Querträger runter und dann fällt die ganze Brückenfahrbahn herunter. Also so aufwendig das alles aussieht, die ganze Konstruktion ist dann da so ein entscheidender Schwachpunkt. Das ist auch eigentlich typisch für viele dieser vor dem Ingenieurwesen entstandenen Konstruktionen. Und jetzt haben wir diverse Beispiele für diese verdoppelten Hängewerke. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, ist das Rheinau oder ist es Diesenhofen? Nein, das ist Rheinau, das ist Baltischwiller, also der Meister da unten von unserer Brücke. Hat auch viele Pfahljoche und dazwischen auch diese mehrfachen Hängewerke. Und das ist Diesenhofen, das sieht auch so aus, als wäre es vielleicht Baltischwiller, aber da ist jetzt der Name nicht nachgewiesen von ihm. So, und jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie wir diese Fahrbahn aufhängen können von unserer Brücke. Auch wieder mit einer Art Wand. Und zwar, das ist jetzt aus diesem Brückenbaulehrbuch von Jakob Leupold, 1727, 26. Und zwar, dass dieses Hängewerk nicht oben auf dem Balken der Brücke steht, also auf diesem Streckbalken, sondern sich direkt gegen die Widerlager stemmt. Das ist eigentlich gar keine so schlaue Idee, denn das funktioniert nur dann, wenn diese Widerlager sehr stabil sind. Und wenn die wegrutschen, dann fällt das Ganze runter. Aber hier kommt also jetzt die Strebe von da unten, die geht hier an dem Streckbalken vorbei, hält dann diese Hängesäule und an der hängt dann wieder sowohl dieser Brückenlängsträger, also dieser Streckbalken, als auch dieser Fahrbahnquerträger. Auch dafür gibt es in der Schweiz Beispiele. Oder das hier ist aus einem berühmten Buch, das ich sogar überlegt habe mitzubringen, aber es war mir dann doch zu schwer. Es wiegt ungefähr 20 Kilo und ist so ein Größtformat von Jean-Charles Kraft, einem Vorarlberger Zimmermann, der dann in Paris später tätig war. Und der hat alle möglichen Brücken, auch Schweizer Brücken, gezeichnet. Und da sehen wir dieses so ein Hängesprengwerk. Das habe ich jetzt nur der Vollständigkeit halber so ein bisschen erwähnt, denn das Hängesprengwerk in Rheinkultur, das tritt kaum auf. Aber
Was jetzt dann, wenn man noch größere Spannweiten machen will, was da nahe liegt, ist einfach, das alles zu kombinieren. Ich nehme eben von unten gestützt und Hängewerk zusammen. Zum Beispiel. Dann kommt sowas raus. Also ich habe das jetzt ganz grob aus den Bildern von vorher zusammengebastelt. Wir haben von unten dieses Sprengwerk und wir hängen zusätzlich die Brücke auch noch nach oben auf. Das ist so die Grundidee. Also alles, viel hilft viel, das ist die Grundidee. Und das wird dann tatsächlich, ab dem 17. Jahrhundert wird es häufiger dargestellt und auch ausgeführt. Das hier ist eine Abbildung aus einem Brückenbaulehrbuch eines Augsburger Zimmermanns, der ein großer Meister seines Fachs war, Kaspar Walter. Der war ein also überregional gesuchter Experte, auch im Wasserbau, im Maschinenbau. Man muss sich ja im Klaren sein, auch Mühlen, Wasserräder, Rammen, Kräne, alles Mögliche ist auch alles in Holz, Zahnräder, wird alles in Holz gebaut, Pumpen. Und das war ein Spezialist für die Wasserversorgung von Augsburg, aber er hat im Zuge des Wasserbaus, braucht man immer auch Brücken irgendwo, hat er eben dann sehr viele Brücken errichtet. Und hier sehen wir jetzt eben genau dieses Prinzip. Wir haben hier so ein Hängewerk, wie wir es gerade gesehen haben, und dann auch zusätzlich das Ganze gestützt von unten durch ein Sprengwerk. Und da ist auch noch verzahnt das Ganze. So. Und das gibt es jetzt tatsächlich in der Schweiz auch zu bewundern. Und zwar zum Beispiel jetzt, jetzt muss ich aufpassen. Genau, das ist die Brücke da unten, Baden. Da haben wir also das Blases Baltisch wieder, das frühe 19. Jahrhundert, aber eigentlich steht es in dieser Tradition, die im 17. Jahrhundert, also in dieser Ausprägung im 17. Jahrhundert begonnen hat, baut er diese Brücke. Das ist im Wesentlichen jetzt ein Hängewerk, aber es gibt hier eben am Ufer auch noch diese Sprengwerksstreben. Alle Sachen sind hier verdoppelt, die Fahrbahnquerträger, die Anschlüsse, die sind sehr speziell. Das ist speziell Baltischwiler, wie das alles funktioniert. Und die kennen Sie alle, oder wenn Sie es nicht kennen, dann können Sie ja nachher mal schauen. Und da sehen wir also jetzt oberhalb natürlich diese ganzen Hängewerke. Also nicht nur eins, sondern ganz viele. Und von unterhalb dann, da kommt man da etwas schwieriger hin, dann diese Sprengwerksstreben, die vom Auflager her das Ganze nochmal stützen. Das ist das Prinzip. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, auf unsere Brücke hier. Aber jetzt möchte ich vorher noch Wettingen besprechen. Wettingen ist sehr speziell. Es gibt sehr viele Details in Wettingen, die eigentlich völlig identisch aussehen wie hier. Also auf den ersten Blick sind die zwei Brücken gleich. Es gibt aber doch ein paar Details, die auch signifikant verschieden sind. Was Sie jetzt hier sehen, diese ganzen Eisenteile, das ist natürlich alles spätere Ertüchtigung. Die ist nicht ganz so gut beieinander wie jetzt Baden, Wettingen, aber jetzt wird sie ja gerade renoviert. Wir sehen hier wie in Baden diesen verzahnten Streckbalken, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also wir haben hier sieht man es auch nicht so gut, weil die Studenten leider die Fahrbahn da eingezeichnet haben. Aber in Wettingen ist genau dasselbe. Wir haben also hier diesen verzahnten Balken, der ist dann noch verschraubt, damit diese Zähne nicht auseinandergehen. Das ist ganz typisch, der verzahnte Balken ist eigentlich immer verschraubt. Hier in jedem Zahn ist dann noch so ein Keil drin, damit es auch wirklich alles Kontakt hat. Und dann haben wir hier auch dieses große Hängewerk, an dem alles hängt. Hier oben ist auch alles verzahnt. Aber jetzt, was jetzt der moderne Bauingenieur gar nicht machen würde, das ist, dass jetzt hier dieses Hängewerk nicht da am Ufer endet, sondern da so ein Stück weit in der Brücke drin. Warum? Weil dann natürlich sozusagen gedacht die Spannweite von hier dort hinüber geringer ist und den Rest stützt er dann von unten. Und das ist jetzt sehr speziell, das gibt es eigentlich nur einmal, glaube ich, in der ganzen Schweiz, dass diese Stützen von unten, die kommen doppelt und gehen dann so seitlich an diesen Streckbalken vorbei und hier sind dann so Querhölzer eingeklemmt, sodass diese Stützen von unten dann direkt das Hängewerk stützen. Also sehr eigenartig. Die Wettinger Brücke ist sehr eigenartig in der heutigen Form. Gibt es wirklich nur einmal und ist tatsächlich, außerdem ist es unsere Unglücksbrücke der Studenten, weil da kommt man nämlich so gut wie nicht hin und dann haben die Studenten meistens nicht gemerkt, wie die Brücke eigentlich konstruiert ist. Also ich rate immer davon ab, wenn wir die verschiedenen Brücken verteilen, jede Gruppe macht eine Brücke, sage ich immer, also nur wer todesmutig ist, der soll Wettingen dann machen, weil man da so viele Fehler machen kann in der Bau. Das stimmt übrigens auch die Zeichnung nicht ganz. Die habe ich jetzt adaptiert von Studentenzeichnungen, aber es sind immer noch ein paar Kleinigkeiten falsch. In Realität, wenn Sie das jetzt in voller Größe sehen würden, wäre es zu groß eigentlich auch, wie es hier projiziert ist, sind dann alle die Abmessungen noch eingetragen von den Hölzern. So, und das ist Wettingen von innen, stimmt das? Ist das Wettingen? Ja. Und
und dann auch von unten. Also hier, diese, da sieht man diese doppelten Streben, die von unten kommen und die dann oben diese einfache Strebe halten. Und da irgendwo hinter diesem Brett versteckt, sind dann diese Querhölzer, die das miteinander verbinden. Das ist eine sehr schwierige Brücke. Und man sieht es, wenn man die beiden, das ist jetzt, gibt es nicht die Brücke, das ist halb Wettingen und halb Baden. Wenn man die beiden zusammensetzt, Baden und Wettingen, dann sieht man es fast dasselbe. Fast dasselbe. Also die Ähnlichkeit ist so groß, dass ich wirklich sagen würde, das muss eigentlich beides baltisch wieder sein. Und im Querschnitt wird es dann noch deutlicher, das ist auch sehr charakteristisch gemacht. Der Querschnitt hier ist jetzt auch auf Nummer sicher, hier dieser Brückenquerträger, der war sich dann im frühen 19. Jahrhundert schon bewusst, dass das der eigentliche Schwachpunkt der ganzen Konstruktion ist. Und da gibt es nochmal diese doppelten, das sind auch doppelte Hölzer, die die doppelten Fahrbahnquerträger dann an diese Hängesäulen hochhängen. Hier ist auch nochmal die Hängesäule verschraubt mit dem Querträger. Also das ist sehr aufwendig gemacht da unten und auch sehr charakteristisch für die Zeit. Jetzt weiß ich gar nicht. Ist das Baden und das Wettingen oder andersrum? Also es, da ist es quasi gleich, im Querschnitt ist es quasi gleich. So, und jetzt, damit man dann sieht, dass die Präzision, die vorher schon mal zitiert wurde, doch wichtig ist, das sieht ja alles so einfach aus, wenn man es in zusammengebautem Zustand sieht. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, man nimmt das Ganze auseinander, dann gibt es also da ganz, ganz viele komplizierte Details, wie diese ganzen einzelnen, das sind die Hölzer, wie sie der Zimmermann vorbereiten musste. Und es ist also wirklich ein Albtraum, kann man sagen, diese ganzen Aussparungen, die Blattsassen, die Zapfen und so weiter, alles korrekt auszuarbeiten, sodass es nachher auch passt. Und so kompliziert sieht es also aus. Das ist jetzt wieder Baden und Wettingen nebeneinander. So sehen also die Hölzer aus, wenn man es alles auseinander nimmt. Übrigens in Baden, einen Unterschied gibt es doch, ich kann jetzt doch sagen, was Baden ist. Genau, hier haben wir nämlich, wird da oben die ganze Brücke auch nochmal durch diese zwei Schrauben zusammengehängt. Vielleicht, wenn Sie durchgelaufen sind, haben Sie schon mal bemerkt, dass diese Querträger da oben so eine komische Kerbe haben. Oder wenn Sie das nächste Mal durchlaufen, dann sehen Sie es, dass da so ein Vorsprung ist. Und das dient dem Zweck, dass hier so eine Schraube durch die ganze Wand bis da rausgeht, die das alles nochmal zusammenzieht. So, und das ist jetzt Baden von unten, oder? Das ist Baden, ja. Und da sehen wir also diese Hölzer, die jetzt die Fahrbahnquerträger halten, die dann mit diesem Splint aus Holz dann da festgesteckt sind und hier ist geschraubt mit Eisenschrauben. Also das sieht schon sehr kompliziert aus von unten. Einer unserer Studenten hat mal da aufgemessen und ist dann über diesen Steg da gekrabbelt, da, weiß nicht, ob das ganz legal war. Und dabei hatte er seine Pläne in der Tasche stecken mit dem Effekt, dass die ihm dann in die Limmat gefallen sind und weg waren. So, und jetzt nochmal etwas, gehen wir wieder zurück zu diesem Johann Wilhelm, zu diesem Lehrbuch. Das ist sogar schon aus der ersten Auflage 1649, zeigt eigentlich ein ganz ähnliches System. Hier ist sogar auch mit diesen Eisen, da sehen wir ganz deutlich diese Eisenlaschen, die die Querträger halten. Das ist jetzt allerdings, also rein systematisch wäre das jetzt hier ein Hängesprengwerk und ein Hängewerk miteinander kombiniert. Und das ist hier eine Zeichnung, die wahrscheinlich ein Schüler aus der entwickelt hat zu Übungszwecken, die ist in der Sammlung Nicolai in Stuttgart. Da ist jetzt alles drin, da gibt es jetzt also Hängewerk und Hängesprengwerk und reines Sprengwerk. Das ist eine Zeichnung aus dem 18. Jahrhundert. Also man kann dann mit diesem Modell, mit diesen Einzelideen, die kann man dann kombinieren. Das ist eigentlich ganz typisch für die zimmermannsmäßige Holzbaukunst, vor allem des 18. Jahrhunderts. Da hat man so ein ganzes Repertoire, sozusagen so ein Werkzeugkasten oder so ein Konstruktionsrepertoire und dann nimmt man halt so viel, bis es dann reicht für die Aufgabe, die man bewältigen möchte. Das ist eigentlich so die traditionelle Zimmermannskunst und jetzt im letzten Teil des Vortrags kommen wir dann zu der ganz innovativen in der Schweiz. Das beginnt jetzt allerdings erstmal nicht in der Schweiz, sondern es beginnt mit Meißen 1664. Da gibt es nämlich eine Brücke, die sieht jetzt erstmal ganz harmlos aus, über die Elbe mit Steinpfeilern, aber Holzüberbauten. Und jetzt sieht es erstmal ganz einfach aus, das Tragwerk, was der Zeichner hier dargestellt hat. In Wirklichkeit sah die Brücke aber nicht so aus, sondern so. Das ist also eine zuverlässige Zeichnung aus diesem Lehrbuch von Leupold. So sieht die Tragwand dieser Brücke aus. Jetzt, was ist das? Also es sieht eigentlich nach reinem Chaos aus. Man versteht das so gar nicht, was das sein soll. Jetzt möchte ich mal versuchen, das zu erklären, wie diese chaotisch aussehende Tragstruktur zustande kommt. Das ist fast das Gleiche aus dem anderen Lehrbuch 1708 von Johann Vogel. Der stellt diese Brücke dar und sogar auf mehreren Abbildungen. Die sieht jetzt auch total chaotisch aus. Also nicht, als ob sich ein vernünftiger Mensch diese Tragwand ausgedacht hätte, sondern als ob das so ein Chaos wäre.
Aber das ist gar nicht so schlimm. Auf der nächsten Tafel stellt er jetzt nämlich den Kern, die Hauptstruktur seiner Brücke dar. Und da sehen wir doch schon wieder dieses Hängewerk. Gut, da gibt es jetzt noch eine dritte Hängesäule in der Mitte, aber im Prinzip ist es dieses doppelte Hängewerk, zwei Hängesäulen, Spannriegel, dann halt gestützt durch doppelt genommene, so wie hier, Hängewerksstreben. Und da unten ist noch so ein bisschen ein Sprengwerk drunter, das ist eigentlich die Hauptstruktur. Aber dann gibt es noch was Zweites, das ist wieder aus einem anderen Lehrbuch, egal, der stellt so ein Tragwerk dar. Das ist eigentlich sehr zukunftsweisend, wurde sehr selten gebaut vor dem 19. Jahrhundert. Und das ist jetzt auch sehr, sehr gute Konstruktion, eine Fachwerkkonstruktion, ausgesteift, Dreiecksfachwerk. Und wenn wir diese beiden da, das da und das da uns überlagert denken, dann kommt das da raus. So, aber wie überlagert man das jetzt? Sandwichartig. Also man hat die eine Tragwand und dann klebt man die nächste davor oder sogar die dritte noch daneben. Und das ist eigentlich jetzt der erste Schlüssel zum Erfolg, wie man dann noch stärkere Konstruktionen machen kann und wie man dann so eine 45 Ellen weite Spannweite in Meißen überwinden kann. So war es nämlich. Also jetzt habe ich hier nochmal eine einfachere Brücke aus Grimma, das ist auch wieder aus einem dieser Lehrbücher, und die wir gerade gesehen haben aus dem Lehrbuch. Und wenn ich das jetzt quasi übereinander klebe, dann kommt tatsächlich dieses Chaos raus, was da in Meißen dann gebaut wurde. Das ist also eine Idee aus dem 17. Jahrhundert, dieses jetzt nicht nur vertikal übereinander schichten oder ineinander schlichten von den Tragwerken, sondern auch noch mehrere aufeinander zu kleben. Also wie wenn man aus mehreren Blatt Papier ein Karton machen möchte, dann mehrere Schichten aufeinander zu kleben. So. Und das sieht dann so aus, das ist ein Modell, das Foto ist nicht von mir, sondern von meinem Kollegen Philipp Kestorn aus von der Hochschule Brandenburg. Das sind also wahrscheinlich das Modell, das auch Leupold gesehen hat und abgezeichnet hat. Und da sieht man also, dass das jetzt mehrere, drei Wände nebeneinander sind, die so nebeneinander geklebt sind. Also nicht wie hier, sondern ich würde jetzt hier quasi da nochmal eine zweite Schicht davor kleben. Gibt es auch in der Schweiz, ich kann jetzt bloß nicht alle Brücken in der Schweiz hier beschreiben in dem Vortrag, wenn zum Beispiel die Brücke in Appenzell, die Mettlenbrücke anschauen, die hat auch zwei Schichten. Aber damit sind eigentlich ist das alles relativ traditionell und führt nicht wirklich weiter. Und jetzt in den letzten paar Minuten des Vortrags werden wir uns um die Neuerfindung von neuen Tragwerken und da kommen jetzt wirklich die Schweizer Zimmerer dann zu ihrem Recht kümmern. Und die älteste Idee, die ist aber gar keine Schweizer Erfindung, sondern die gibt es schon älter. Das ist eine Zeichnung von dem württembergischen Baumeister Heinrich Schickhardt, der Ende des 16. Jahrhunderts nach Venedig gereist ist und in Klausen an der Eisack hat er diese Brücke gesehen. Und das ist jetzt was ganz anderes. Nämlich, wir haben hier eigentlich einen hölzernen Bogen, an dem dann alles aufgehängt ist. Das ist natürlich ein ganz neues System. Ganz stimmt die Zeichnung nicht, aber so ungefähr kann man sich vorstellen, was er zeigen wollte. Es ist auch verdoppelt noch, also es ist jetzt in der tiefen Richtung verdoppelt und es sind eigentlich zwei Bögen übereinander, also ist alles auch doppelt genommen, aber diese Idee, das ist eine neue. Und da mache ich jetzt wieder einen kleinen Ausflug ins Dach, nämlich zu diesem großen Theater in Parma, das ist ein bisschen neuer, 1620, das Teatro Farnese in Parma, eines der ersten ganz großen Opernhäuser, wurde errichtet zur Hochzeit des Farnese-Fürsten in Parma. Und da sehen wir jetzt im Dach auch tatsächlich so eine Art Bogentragwerk, Bogen aus einem Stabbogen, sogenannten Stabbogen. Und an dem hängt jetzt dieser große Balken. Und diese Idee, die, ich weiß nicht, wo die dann eigentlich abgeblieben ist. Es gibt dann keinen weiteren Nachweis, dass jemand so etwas gebaut hat. Und dann auf einmal in Appenzell ist es um 1700 auf einmal eine Brücke. Das ist die untere Achbrücke, auch da bei Rethol, bei der Achmühli. Und es deutet wirklich nichts darauf hin, dass diese Brücke neuer ist als etwa 1700. Und die hat jetzt eigentlich genau, wenn man sich das anschaut, ist genau diese Konstruktion von diesem Teatro Farnese in Parma jetzt auf einmal im Brückenbau. Also, und auch so richtig elegant, schlank, also nicht so was aufwendig Kompliziertes hier wie das da, sondern so richtig schön. Sieht doch so richtig schön wagemutig aus und das ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Es wird dann verbunden mit dem Namen der Familie Grubenmann im 18. Jahrhundert, die ja die ganz berühmten Schweizer Brückenbauer waren, aber das schon vor, das ist zwar auch ein Grubenmann, aber ein entfernter Verwandter und schon um 1700. Und dann unter den Hans-Ulrich Grubenmann und Johann Grubenmann entstehen dann viele dieser Brücken. Jetzt tue ich mich wirklich schwer, welche das ist. Ah, das ist die bei
Hundwil über die Unesch. Und das ist immer dann dieses gleiche System. Wir haben diesen Stabbogen. Das ist die andere im Kubel, weiter unten an der Unesch, bevor sie in die Sitta mündet. Und da sind es auch wirklich große Spannweiten. Da haben wir jetzt wirklich 30, 40 Meter Spannweite oder noch mehr. Wir sehen wieder diesen verzahnten Balken. Wir sehen, der Grubenmann, der hatte keine Angst davor, Eisen zu verwenden. Da sind jetzt die Fahrbahnquerträger mit Schrauben an diesem großen Balken befestigt. Und aber das Haupttragelement ist eben dieser Stabbogen. Und das ist die gleiche Brücke, die wir hier als Zeichnung gesehen haben. Die wurde kürzlich renoviert. Das ist noch vor der Renovierung. Oder auch, also das, es gibt einige Exemplare davon, das ist jetzt nicht Grubenmann, das ist ein bisschen später. Das heißt Schwenbergbrücke, das ist in der Nähe von Herisau. Also das ist immer das gleiche System. Und die berühmteste von allen diesen ist natürlich die ehemalige Rheinbrücke über den Rhein in Schaffhausen gewesen, von Hans Ulrich Grubenmann. Und da werden wir sehen, das ist eigentlich auch das Prinzip dieses Stabbogens, und aber gleichzeitig hat er auch noch dieses andere Prinzip, mehrere Schichten in einer Tragwand zu vereinen. Also diese Karton-Idee hat er, oder Sandwich-Idee hat er auch noch verwendet, um eben dann diese Maximalspannweite hier zu erzielen. Das sind Zeichnungen, das wurde dann ja zeitgenössisch sehr berühmt, diese Brücke, vielfach veröffentlicht, bevor sie dann vernichtet wurde durch die Franzosen. Und aber besser als alles das zeigt natürlich das originale Modell im Museum Allerheiligen in Schaffhausen. Das ist für mich sensationell, also dass diese Brücke, als, das ist ja ein Riesenmodell, ich habe es ja gerade gezeigt da, ist ja wirklich groß, das Modell, und dass das originale Modell da noch da ist, das ist natürlich fantastisch für uns. Und das sieht man jetzt auch, wenn man genauer hinschaut, dass es eben auch hier diese mehreren Schichten hat. Also nicht nur Stabbogen, sondern es sind dann in mehreren Schichten auch noch diese Dinge überlagert. Ja, die gibt es leider nicht mehr, aber es gibt welche, die so ähnlich sind. Das ist meine Lieblingsbrücke, die musste ich einfach aufnehmen in den Vortrag. Das war auch das Titelfoto, die Wannenbrücke bei Wittenbach über die Sitta, unterhalb von St. Gallen, also schon ganz weit unten. Und sehr große Spannweite, um die 40 Meter. Und da sehen wir jetzt einerseits das Hängewerk, klassisch, aber dann zusätzlich noch so Stabbögen und zusätzlich noch ein Sprengwerk. Und so sieht die dann von innen aus. Also man sieht schon, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber diese so von außen nach innen laufenden, aussteifenden Hölzer, die sind auch typisch für diese Grubenmannbrücken. Und das ein bisschen später, da werden also diese Ideen dann verwendet. Also das ist ungefähr so nah, wie man jetzt dem Original Grubenmann kommen kann, auch in der Abmessung, diese Brücke. Ich bin sogar schon drüber gefahren mit meinem Auto, ist allerdings verboten, nur für Anlieger erlaubt. So, und hier, das ist von unten dann noch diese zusätzliche Stützung durch diese Sprengwerkstreben. Und das gab es dann auch in Deutschland, das ist ein bisschen später, das ist wieder aus diesem schönen großen Buch von Kraft, in Plochingen, eine Holzbrücke, das ist auch 1770er Jahre, also es wurde dort dann auch kopiert, aber das ist eine genuin schweizerische Erneuerung eigentlich. Und die hat relativ lang gestanden, die stand noch bis ins frühe 20. Jahrhundert, das ist ein Foto, ein Archivfoto aus den 1920er Jahren während des Abbruchs dieser Brücke. Da sieht man also auch nochmal das Prinzip, da sind jetzt ganz viele von diesen Stabbögen, alle in einer Wand vereinigt, also immer noch das Prinzip viel hilft viel. Und sowas Ähnliches kann man auch noch anschauen, nämlich wieder an dieser Stelle zwei Brücken bei Haggen, bei St. Gallen, Haggen. Die große Brücke über die Sitta, das ist eigentlich auch so ein System. Also da haben wir jetzt im Grunde hier nochmal das doppelte Hängewerk hier innen, dann haben wir noch zwei Stabbögen und dann haben wir auch wieder diesen verzahnten Balken. Also auch eine sehr elegante Brücke. So sieht sie aus. Und auch das ist quasi undenkbar ohne diese Grubenmann. Eigentlich ist das das größte Erfolgsmodell gewesen, aber es gibt noch ein zweites, und mit dem höre ich dann auch auf. Also, und zwar ist das die Grundidee von diesem Stabbogen, ist ja eigentlich ein Bogentragwerk, das ist doch eigentlich das Ideale für eine Brücke. Und allerdings möchte ich möglichst den Bogen über der Brücke haben und die Brücke dann darauf aufhängen, damit die Fahrbahn schön horizontal sein kann. Und das ist eine alte Idee, das ist aus einem fantasiereichen Buch über Maschinenbau von 1615 von einem gewissen Fausto Verrazzio aus
aus Schibenik kam der. Und Machine Nove heißt das Buch. Und das ist nur eine Idee, der hat es nie gebaut. Und da sieht man jetzt, der stellt sich vor, dass man wie aus Holz, wie aus Bausteinen, so einen Bogen dann aus Holz auch bauen kann. Hat aber niemand gebaut, damals sicher niemand. Aber dann gibt es eben dieses jetzt das Sensationelle, das ist jetzt wirklich eine absolute Neuerfindung, auch wieder von Hans-Ulrich Grubenmann. Wettingen, der Vorgänger der heutigen Brücke, eben jetzt dieser aus mehreren Schichten verzahnt miteinander, aus diesen Schichten aufgebaute massive Bogen, gebogene Hölzer, das muss man beachten, gebogene Hölzer. Und an denen, die stemmen sich jetzt gegen die Widerlager der Brücke, also nicht, die sitzen nicht auf diesen Streckbalken, sondern es ist wirklich eine Brücke, die da unten auf dem Widerlager dann steht, also es wäre jetzt ein Hängesprengwerk mit diesem Bogen, da hängt dann diese Brücke dran. Und alles verzahnt, weil eben dann die Tragwirkung wirklich der eines so dicken Balkens nahe kommt. Ja, jetzt wäre es schön, wenn wir die noch hätten. Die heutige Brücke ist ja auch nicht schlecht, aber die wäre natürlich noch schöner, zumal die eben vielfach rezipiert wurde in der Zeit. Das ist wieder aus diesem Lehrbuch von Jean-Charles Kraft, von diesem Österreicher da in Paris. Und das hat Furore gemacht und es wurde dann auch vielfach kopiert, auch in anderer Weise. Wir werden es gleich sehen. Das ist jetzt ein sehr frühes Zeugnis davon, dass man so etwas Ähnliches auch andernorts zur Kenntnis genommen hat, nämlich aus einem Buch 1770 von einem Berliner Pastor. Da geht es über Wasserbau, ausführlichere Abhandlung der Wasserbaukunst heißt es. Und da ist auch seine Brücke dargestellt. Und er schreibt, dass er so etwas gesehen hat in einem Modell, das in Berlin gezeigt wurde. Ich habe stark den Verdacht, dass dieses Modell von einem Schweizer Zimmermann stammte. Zumal, wenn man sich auch nochmal die Querausstreifung anschaut mit diesen merkwürdigen bogenförmigen, das sieht aus wie an unseren Brücken da an der Aare im Kanton Bern. Und die besteht allerdings, wenn man genau hinschaut, nicht aus gekrümmten Balken, sondern aus kurzen Stücken, die aber dann verzahnt sind. Das gibt es tatsächlich auch in der Schweiz, und zwar im Dachwerk in Unterstammheim. Die Kirche sieht vielleicht gar nicht so aufregend aus, aber sie hat ein grandioses Dach, wo tatsächlich das Kirchendach an einem solchen verzahnten Bogen, Sie sehen es hier ganz deutlich, verzahnten Bogen aufgehängt ist. Das ist eigentlich genau dasselbe wie das da, genau dasselbe wie das, nur dass es das Kirchendach ist, was da dran hängt. Es sind sogar zwei solche Bögen, das ist eigentlich wirklich eine Brücke im Dach, wo man drüber fahren könnte. So. Und richtig nochmal so eine zweite, so eine zweite Blüte haben dann diese verzahnten Bögen bei den Brücken im Emmental bekommen. Das ist die Brücke in, das ist im Emmental, ich weiß jetzt leider nicht, wie das heißt, das kann ich jetzt leider lesen auf meiner Folie, weil das ja abgeschnitten ist. Horben heißt das genau, das ist bei Eggiwil, also im oberen Emmental. Und da wurden in den 1830er Jahren noch mal mehrere Brücken nach diesem eigentlich ureigensten Wettinger Modell errichtet. 1:1 dasselbe. Aber natürlich, wenn man sich das anschaut, dann ist das alles sehr aufwendig. Man muss diese Zähne alle aussägen, die müssen dann nachher präzise passen. Das ist also herstellungstechnisch sehr aufwendig. Deswegen gab es genügend Leute, die sich überlegt haben, oder wenn die Balken nicht lang genug sind, dann muss man die auch noch anstückeln. Da gibt es eine ganz komplizierte Verbindung, sieht jetzt hier ganz einfach aus, das ist aber eine ganz komplizierte an Anstückelung. Und wenn man das nicht so machen will, dann jetzt hier vielleicht noch, das ist eine Rezeption dieser Ideen, also schon, das ist ein Buch 1800 von einem Prager Zimmerer. Das sieht man, also der hat sich dann vorgestellt, es soll eine Brücke sein mit 120 Meter Spannweite, das ist also noch größer als jede Grubenmannbrücke und mit so einem verzahnten Balken jetzt unter der Fahrbahn. Ist aber nicht realisierbar, weil diese ganzen Balkenüberkreuzungen, die man da sieht, die lassen sich gar nicht bauen. Aber was er schreibt, ist sehr interessant. Er schreibt nämlich, wenn man das bauen will, dann braucht man ein Gerüst. Und zwar muss man diese so schnell wie möglich aufstellen, diese Brücke, damit das Gerüst nicht durch eine Flut weggespült wird. Und er schreibt dann, dass man also so ein Gerüst dazu braucht. Und dann stellt man die eine Hälfte, also denkt an eine Brücke, die mit dem Zwischenpfeiler gebaut ist, dann stellt man die eine Hälfte auf und dann baut man das Gerüst ganz schnell auf die andere Seite und stellt auch die zweite Hälfte auf. Also Geschwindigkeit ist da bei dem Zimmerhandwerk immer eine der größten Herausforderungen. Es wird alles auf dem Werkplatz vorbereitet und dann, wenn alle Hölzer fertig sind, werden die alle durchnummeriert und dann wird es so schnell wie möglich aufgestellt. Also die größten Dachwerke werden in einem Tag aufgestellt, Brücken, also in wenigen Wochen, das geht dann ganz schnell, das ist alles das ist eine Art Fertigteilbauweise. Hier sehen wir es nochmal ein bisschen genauer. Mit diesen gekrümmten Balken ist es natürlich sehr schwierig, die muss man dann vorbiegen und trotzdem, damit die dann aufgestellt werden können, die bestehen aus leider kurzen, wie wir es hier sehen, aus so kürzeren Teilen, dann braucht man also ein Gerüst im Fluss, um dann diese Brücke
zusammenzusetzen aus diesen Einzelteilen. So. Und man kann jetzt diesen Bogen natürlich auch noch kombinieren mit anderen Strukturen, wieder diese Sandwich-Idee, das ist die Brücke in Rümlang, Oberglatt und auch Grubenmann ein bisschen später als Wettingen. Da sieht man, also da gibt es diesen Bogen und zusätzlich gibt es noch wieder in einer zweiten Schicht so eine Aussteifung dazu, Sandwich. Also das wäre jetzt sozusagen dann das High-End überhaupt, was dann geht. Allerdings ist das mit diesem verzahnten Bogen sehr aufwendig. Und da jetzt noch ganz kurz zu diesem Luzerner, Josef Ritter, der hat nämlich gesagt, wieso müssen wir diese Verzahnung eigentlich machen? Ich lege die einfach so aufeinander, die einzelnen Hölzer. Dem Hund gefällt es nicht. Gut. Und, aber wenn man sich genau anschaut, dann ist das natürlich jetzt nicht so das ganz Wahre, weil diese aufeinandergelegten Hölzer dann eben nicht schön brav aufeinander bleiben, sondern die verschieben sich gegeneinander, die klaffen und man erhält dann nicht die Tragfähigkeit von so einem hohen Querschnitt, sondern nur die Summe der Einzelnen. Also es ist genau gleich, wie wenn man sie nebeneinander legen würde. Trotzdem hat Josef Ritter einige von diesen Brücken gebaut und das wird dann eben aus Ersparnisgründen, weil es billiger ist als diese Zähne, hat sich das so um 1800 rum, hat sich das einige Male wurde es einige Male gebaut. Das beste Beispiel ist der andere Teil der Spreuerbrücke, also ein Spaziergang über die Spreuerbrücke in Luzern, dann können Sie eigentlich alles sehen, was ich in dem Vortrag gezeigt habe. Und das nördlichste Stück, das ist von Josef Ritter und das zeigt genau diesen unverzahnten Balken. Verschraubt mit eisernen Bolzen, aber auch davon nur sehr wenige und entsprechend klafft es hier auch, da kann man zum Teil dann durchschauen zwischen den einzelnen Lagen. Aber sonst ist es genau dieses System. So sieht es aus. Und bei ganz großen Spannweiten hat es nicht so gut funktioniert. Deswegen wurde zum Beispiel diese Brücke hier in Sins zwischen Zug und Aargau über die Reuss, die wurde dann sehr früh schon schadhaft. Und man musste dann auch hier wieder sandwichartig wenige Jahre später noch eine zweite Struktur davor kleben, um das Ganze zu stabilisieren. Also dieses System war eigentlich nicht so gut, hat sich trotzdem bis heute gehalten, ist ja auch lange benutzt worden von schwerem Verkehr, ist natürlich vielfach ertüchtigt, da sind auch noch andere Verstärkungen aus jüngerer Zeit dran, aber immerhin, sie steht noch. Auch eine der ganz großen Brücken der Schweiz. Und in Eglisau hat man das dann noch später auch, oder etwa die gleiche Zeit auch gebaut, die stand auch relativ lang, die stand auch bis ins 20. Jahrhundert, die Brücke in Eglisau, auch mit seinem unverzahnten Bogen. Ich zeige das jetzt nicht, um zu zeigen, ja, da gibt es noch eine und so, sondern diese Abbildung, das können Sie jetzt leider nicht lesen, aber diese Abbildung ist aus einem französischen Architektur- und Konstruktionslehrbuch, Traité théorique et pratique de l'art de bâtir von Jean-Baptiste Rondelet. Das war eins der meistgelesenen Konstruktionslehrbücher überhaupt im 19. Jahrhundert und der hat eben diese Brücke da drin, diese Brücke von Eglisau und hat damit auch natürlich dazu beigetragen, diese Schweizer Holzbaukunst dann europaweit bekannt zu machen. Und dass es noch mehr Spannweite geht, das zeigt man hier noch mit dieser Brücke über das Versammer Tobel von Richard Lannicka, das ist also in Graubünden. So sieht die Brücke aus. Und ich wollte es eigentlich nur noch mal zeigen, man macht sich eben keinen Begriff, wie viel Gerüst man da braucht, um so etwas aufzustellen. Also es ist auch wieder ein unverzahnter Bogen, hat trotzdem fast 100 Jahre gehalten. Und man braucht eben so ein riesiges Gerüst, das ist unabdingbar, um so etwas aufzubauen. Das ist eigentlich wie bei einer Steinbogenbrücke auch, braucht man so ein Aufstellgerüst. Und es gibt eine zeitgenössische Beschreibung, der sagt dann, es ist schauerlich, war das anzusehen, wie die Balken dann in großer Höhe da schweben von dem Gerüst. Und man hat immer Angst, dass da irgendwas runterfällt und alle zerschmettert, die da arbeiten. So, und diese ganze Geschichte, die nimmt dann ein abruptes Ende um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Da kommen nämlich ganz andere Systeme, etwas völlig Fremdartiges aus Amerika. Es gibt also einen ersten Reisebericht von einem Engländer 1836, der in den USA war und sich dort, nein, 38, und sich dort amerikanische Brücken angeschaut hat, ganz andere Systeme. Da ging es darum, möglichst wenig Arbeitskosten zu veranlassen, aber Material war billig, Holz gab es überall. Und da hat man also ganz neue Systeme sich ausgedacht, auf die ich jetzt nicht eingehen will, die man zwar in der Schweiz auch betrachten können, also dafür gibt es Beispiele. Und diese Systeme, die haben dann eigentlich also europaweit diese Spitzenleistungen des Brückenbaus des 18. Jahrhunderts in der Schweiz dann abgelöst, ganz schnell, bevor dann sowieso die meisten Brücken kurz darauf dann in Eisen gebaut wurden und nicht mehr in Holz.
das sind die zwei wichtigsten Systeme, dieses sogenannte Gitterträgerprinzip von Town aus den 1820er Jahren, was dann ab den 1830er Jahren ungefähr so aussah und hier in einem relativ späten Beispiel erhalten ist, auch in der Nähe von Teufen im Appenzell. Und das andere ist, diese Brücke zu sehen, sogar für Eisenbahnbrücken hat man es dann verwendet, auch so eine Art Gitterträger, der dann noch mit vertikalen Eisenstangen zusammengespannt ist. Und auch dafür gibt es Beispiele in der Schweiz, sehr schöne Beispiele, zum Beispiel diese Brücke zwischen Sevelen und Vaduz, die ist dann nach diesem neuen System. Und diese Systeme, die haben dann die alten Systeme weitestgehend abgelöst, die leben natürlich trotzdem weiter, aber die ganz großen Spannweiten werden dann mit solchen neuen Systemen realisiert. Und einer der letzten Spätlinge dann von dieser alten Tradition ist natürlich zum Beispiel unsere Brücke da in Turgi, aber eigentlich um die Zeit hat man dann eher sowas gebaut. Das ist 1900 hier, diese Brücke. Gut, damit möchte ich es bewenden lassen. Ich hoffe, ich habe Ihre Geduld nicht überstrapaziert und ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.